schmink dich mal nur mit Make-up von H&M. Ich habe 200 Euro ausgegeben, 100 für mich und 100 für euch. Ich habe so ziemlich alles gekauft und das alles sogar doppelt, denn dieses Paket für fast 100 Euro verlose ich an einen von euch. Dazu kommen wir später. Fangen wir direkt mit der Foundation an. Die hat sogar SPF 15. Ich mache die mal direkt drauf. Ich glaube, die ist zu hell. Ich habe leider eine viel zu helle Foundation genommen. Nächstes ist der Concealer für 7 Euro. Der ist sogar dunkler als die Foundation. Aber das war irgendwie voll schwer in dem Licht, das zu entscheiden, was da zu meiner Hautfarbe passt. Puh, ich müsste den Concealer auf jeden Fall gleich setzen. Der setzt sich hier ein bisschen ab. Verblenden und danach gleich setzen. Zum Setten habe ich jetzt dieses lose Puder. Das war im Abverkauf und das hat nur 2,99 gekostet. Ich pudere damit jetzt einfach mein ganzes Gesicht ab. Diesen Blush Stick freue ich mich schon die ganze Zeit. Soll jetzt Farbe in mein Gesicht bringen. Oh mein Gott, ich liebe die Farbe jetzt schon. Ist echt smooth. Schaut mal, wie schön der ist. Ah. Als nächstes haben wir hier diesen Bronzer. Ich muss aber sagen, die Verpackung fühlt sich sehr nach Plastik an. Die gefällt mir nicht so.